Ja, schönen guten Morgen. Wir sind hier in Heidelberg, der Stadt am Neckar, die vor allen Dingen sich dadurch auszeichnet, dass hier sehr viele Touristen hinkommen. Wir haben hier Besucher im Jahr, mehrere Millionen Touristen, vor allen Dingen aus Japan, aus den USA, aus dem europäischen Ausland. Und was wir haben über 30.000 Studenten, die hier diese Stadt bevölkern. Das zeichnet diese Stadt aus und man könnte sie auch ein bisschen als Weltdorf bezeichnen. Freiheit ist etwas, was hier immer sehr groß geschrieben wurde in der Stadt. Und wir haben es vor 2 Wochen wieder gesehen, als hier der Bildungsstreik war. Die Studierenden dafür gekämpft haben, endlich bessere Bedingungen zum Studieren zu bekommen. Und das ist etwas, wo wir wirklich für sorgen müssen zukünftig, wo wir darauf achten müssen, dass wir dieses hier immer mehr herleiten. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag hier in Heidelberg. Sicherlich werden Sie noch zur alten Brücke runterkommen, sich das Schloss ansehen und werden das machen, was die Touristen aus der ganzen Welt so sehr an Heidelberg schätzen. Wenn Sie kurz in Europa sind, besuchen Sie Paris, Rom, London und Heidelberg. Vielen Dank. Ich bin Dirk Niebel, Heidelberger Bundestagsabgeordneter der Freien Demokratischen Partei, nebenamtlich auch noch Generalsekretär der gleichen Partei. Und hier in meinem Wahlkreis habe ich heute die Truck-Tour, die Bus-Tour, die Sommertour der FDP-Bundestagsfraktion zu Gast. Sie sehen, dass wir unterhalb des Schlosses in Heidelberg einen Stand aufgebaut haben, wo die Bundesregierung ihr Abschlusszeugnis kriegt. Und sie ist eindeutig gescheitert. Die Versetzung ist nicht nur gefährdet, sie ist schlichtweg ausgeschlossen. Und deswegen wäre es gut, wenn in 78 Tagen die Bürgerinnen und Bürger durch eine starke FDP dafür sorgen würden, dass endlich ein Politikwechsel in Deutschland möglich ist. Hier bei diesem Stand, in diesem wunderschönen Ort Heidelberg, dem schönsten Wahlkreis der Republik, haben wir durch die FDP-Bundestagsfraktion die Möglichkeit, anders zuzugehen auf die Bürgerinnen und Bürger, als es an normalen Infoständen der Fall ist. Wir haben etwas zu trinken dabei, wir haben einen kleinen Eiswagen dabei, wo gerade wenn die Sonne rauskommt, die Menschen gerne Eis entgegennehmen und dann, während sie das Eis in Ruhe lutschen und schlecken, auch mit uns über Politik reden und wesentlich entspannter sind als oftmals in den streitigen Auseinandersetzungen. Deswegen ist es eine tolle Idee. Die Teams, die Busse begleiten, sind hochmotiviert, wahnsinnig professionell, sehr freundlich und das Ganze ist, glaube ich, eine tolle Geschichte, die wir auch in Zukunft weiterführen sollten. Ja, das war Heidelberg. Glücklicherweise hat das Wetter gehalten. Wir packen jetzt zusammen und wir sehen uns in Dresden.